Na gut, dann wollen wir mal den... Oh, er ist weg. Den Oger töten. Ha, Backstab für 58. Und das ist jetzt der dreifache Schaden. Oh, das war ein sehr guter. 292, wenn ich mich nicht verguckt habe. Sehr schön. Verkriechen wir uns gleich wieder hinter die Tür. Dazu schlafen und dann kriegt Schickna wieder sein Level up. Das war alles in Spellcraft. Hatten wir nicht irgendeinen Gegenstand, der schneller Mana regeneriert? Wirklich sehen tue ich das nicht. Nee, das machte mir Schaden. Das regeneriert mir Lebenspunkte. Energieregeneration. Plus 20%. Hm, wohl nicht im Schlaf. Na gut, Spellcraft auf 18 und wieder rein da. Wir bräuchten jetzt eigentlich starke Flächenzauber. Also einen richtigen Feuerball. Das wäre genau das Richtige bei diesen kleinen Kampfdingern. Aber das haben wir, glaube ich, nicht. Also wollen wir jetzt erstmal hier weiter erforschen? Das haben wir vorhin ja nicht gemacht. Oder wollen wir gleich zu der unangenehmen Stelle gehen? Okay, erst musste er wieder ein bisschen Gewicht verlieren. So. Na komm, machen wir die unangenehme Stelle zuerst. Also zurück zum Teleporter. Dich nehmen wir mit. Das heißt, wir kommen da gleich runter und töten dann so schnell es geht diese kleinen Viecher, die die Giftbälle schmeißen. Und ich bin falsch. Hier war die Notiz von Turm, die haben wir schon gelesen. Wo war der Teleporter? War anscheinend doch unten. Na gut. Aber der Vollständigkeit halber haben wir es jetzt oben auch aufgedeckt. Gucken wir jetzt mal hier lang. Mehr Kräuter. Das haben wir vorhin definitiv nicht gesehen. Eine abgeschlossene Tür, aber wir haben immer noch keinen Schlüssel. Sonst hätten wir die Tür da oben schon aufgemacht. So, ich höre wieder ein Oger. Wieder ein Kraut. Irgendwie habe ich hier ein Déjà-vu. Und ein Brot. Na gut. Ah, da leuchtet es blau. Das wird da sein. So, du warst jetzt Teleporter A. Und nur für den Fall speichere ich jetzt nochmal ab. LP 61. Blitzstrahl. Wollen wir ihm ein paar Bomben schmeißen lassen? Ja, ich denke schon. Blitzbombe. Und ihn auch. So, das heißt, wir kommen raus, schmeißen unseren Blitzstrahl, unseren Feuerball, unsere Blitzbomben und verkriechen uns in irgendeine Ecke. Nee, wir verkriechen uns gerade nicht in irgendeine Ecke. Wir versuchen durchgehend zu laufen. Während des Laufens sind neue Zauber und dann bringen wir Long. Das klingt gut. Soweit so gut. Also wir haben es rausgefunden, dass die Stelle, wo die Charaktere stehen, wichtig ist bei den Bomben. Weil wir haben gerade die eine Bombe daneben geworfen. Ah, falsche Pilz getötet. So, aber das sieht machbar aus. Der Kleine da muss sterben, weil er hat Fernkampfangriffe. Die anderen nicht. So, der wird tot. Du bist auch gleich tot. Dafür ist unser Feuerballschmeißer tot und die halten hier richtig viel aus. Die halten richtig, richtig viel aus. Mann. Na, endlich. Und das war nur einer von den einfachen. Was haben wir hier? Oh, ein Schlüssel. Oh, ein Schädel. Den können wir gleich mal einsacken.
Für den Blitzstrahl wird es nicht reichen. Und Bio macht keinen Schaden bei denen. Und der hat nicht mehr für den einfachen Luftzauber Energie. Ja. Wir könnten noch einfach wieder abhauen. Aber momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir haben gleich alle. Ja, doch. Und dass der Feuermagier jetzt die ganzen Erfahrungspunkte verpasst, ist auch nicht ganz so schlimm, weil er hat ja schon einen guten Vorsprung. Na, na, na. Und die eine Bombe bewahren wir uns noch auf. Die müssen wir jetzt auf keinen Fall mehr verschwenden. Und wie viel Schaden hatten die gemacht? Meistens so 80 rum. Ja, das ist mal locker doppelt so viel, wie die Kämpferklassen hier in der ersten Reihe im Schnitt machen. Also ja, die Bomben lohnen sich definitiv. So, jetzt aber wieder eure Schilde in die Hand. Schild. Schild. Was essen. Und in Ruhe umgucken. Hier lag jede Menge Zeug auf dem Boden rum. Und ist auf den Wänden vielleicht irgendwas knopftechnisch? Nö. Die Axt, ja, können wir mitnehmen und irgendwo anders deponieren. Hat noch jemand Hunger? Nö. In der mittleren Säule ist nur die Nische gewesen mit dem Schlüssel. Und den Schlüssel brauchen wir, um wieder rauszukommen. Also ja, hat uns Erfahrungspunkte gebracht. Ein paar Pilzteile zum Essen. Und sonst eigentlich nur Ramsch. Oh, da funkelt was. Was bist denn du? Noch ein Schlüssel? Okay. Hier noch irgendwo ein Schalter? Nö. So, dann gehen wir mal hier raus und gucken, wofür der andere Schlüssel da ist. Und wir kommen wieder raus, wo wir rausgekommen sind. Reingegangen sind. Na gut. Wo waren Schlüssellöcher? Da war eine Tür mit dem Schloss in der Mitte. Da können wir gleich mal hingucken. Gegner waren hier keine mehr, obwohl eigentlich sollten wir echt zum blauen Kristall zurück. Gerade ohne Feuermagier könnte das übel werden, was Schaden angeht. Aber mal kurz gucken, kann ja nicht schaden. Ich glaube, ich höre Spinnen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Spinnen höre. Und Druckplatten überall. Ha. Huh. Vier Druckplatten. Kann man die auslösen? Also im Gegenstand? Ja, kann man. Na gut, dann kommt jetzt überall was rauf. Was nehmen wir mal? Genau, die Wurfäxte. Da kommen wir her. War das vorher auch schon da? Hm. Egal. Erstmal überall eine Axt drauf und gucken. Ah, ha, ha, ha. Das war gerade sehr laut. Ah. Also definitiv nicht nur Spinnen. Komm, Dieb, zeig, was du kannst. Wir müssen hier raus. Ja, laufen wir einfach raus, hm? So, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Dieb darf nicht sterben. Der Magier ist egal. Der stirbt eh nach einem Schlag. So, hier rum, darum, schnell zum blauen Kristall. Da lang. Und die Schlange, die Spinne ist dicht auf den Fersen. Die sind echt sowas vom Flink. Das ist mir ja schon auf Ebene 3 aufgefallen. Da sind wir auch schon einmal panisch vor einer Spinne weggelaufen. Weil sie fast im Alleingang unsere ganze Party ausgelöscht hat. Und da sind wir gelaufen und gelaufen, gelaufen. Bestimmt 10, 20, 30 Sekunden lang. Und die war immer noch direkt hinter uns. So, blauer Kristall, blauer Kristall. So. Bereiten wir einen Feuerball vor? Nee. Es könnte ja sein, dass wir aus Versehen in einen Blitzstrahl laufen. Nein, es könnte ja sein, dass wir aus Versehen zuerst in das Feuerelementar laufen.
Aber so oder so sollten wir schon mal ein Feuerschild gleich zaubern. Jetzt noch nicht, weil das hält irgendwie nicht so lange, wie ich dachte. Also hier rum. Kurz schlafen. Ah! Psychospinne. Okay. Tor zumachen. Kurz schlafen. Ah. Ja, die sind definitiv für einen Schockeffekt gut. So, Tür auf. So, da ist der Teleporter. Da war die Tür mit den vier Druckplatten. Weil die vier Druckplatten eigentlich nur dafür gesorgt haben, dass wir ein paar Erfahrungspunkte bekommen haben. Und einen Lauf zum blauen Kristall. Achso, ja, das Feuerschild. Willst du immer hin? Komisches. So, Gaunt's Level Up hatten wir ja schon mal. Das war alles der nächste. Für seinen Cleave-Angriff. Und Klicknack. So, mit Klicknack. Oh, stimmt. Der sollte es in Spellcraft bekommen, damit er den anderen Stock tragen kann. So, fehlt ihm jetzt nur noch ein Punkt, glaube ich. Und so oder so hat er noch 10 Energie mit mehr bekommen. Was ja ganz praktisch ist, dadurch den Blitzstrahl er recht viel verbraucht. So, da liegt jetzt die Axt drauf. Da liegt auch eine Axt drauf. Der Schalter war vorher nicht da. Hier waren die Spinnen nämlich eingesperrt. Und der macht die Tür auf. Schön, schön. Aha. Das sind meine neuen Hassgegner. Also auf Ebene 3 waren es die Spinnen. Dann kamen irgendwann die Schleime. Jetzt sind es die da. Und ich sollte ein Feuerschild zaubern. Blitz, nein, Eis. Oh, 142 war der Cleave gerade. Das ist doch schon ordentlich. Was haben wir hier? Ein Dolch? Mit Angriffskraft 5? Was soll das denn? Also ja, es ist cool, dass sie auch Gegenstände verteilen, die man nicht unbedingt braucht. Denn es wäre ja komisch, wenn am Anfang des Bereichs des Dungeons das ganze schlechte Zeug liegt und dann, wenn man kommt, immer Besseres da ist. Das macht so vom Rollenspielerischen her irgendwie null Sinn. Aber es ist trotzdem unerwartet. Na komm, stirb schnell, wir müssen wieder zum blauen Kristall. Spinne ist gleich hinten dran, das war ja klar. So, Spinne, komm her. Du musst schnell sterben. Und da kommt der nächste Feuerelementar. Mann! So, er hat gar keinen Mana mehr. Das muss der Dieb jetzt rausreißen. Gucken wir mal, wie oft er ausweichen kann. Um 2 Schlägen, 2-mal ausgewichen. Das ist eine gute Ratio. Aber jetzt müssen wir mal wieder zurück zum blauen Kristall. Obwohl, es ist nur Gordon. Wir schlafen einfach mal. Und ja, Gordon wird momentan ein bisschen gedisst. Aber, also er macht zwar inzwischen schon ganz gut Schaden, aber so gefühlt machen die Magier immer noch mehr. Außerdem sieht es irgendwie cooler aus, wenn ein Feuerball und ein Blitzstrahl durch die Gegend fliegt, als wenn er mit einer Axt schwingt. Da kommt hier nur diese kleine Swoosh-Animation, das war's. Aber na gut. Wir wollen jetzt gucken, was da ist. Und Gordon verpasst vielleicht 1-2 Erfahrungspunkte. Aber das kann er schon ab. Er ist ja ein großer Junge. 200. Schöne Sache. Und Feuerball war nicht so eine schöne Sache. Und wenn ich nicht weiter dran denke, verpasst unser Dieb auch jede Menge Erfahrungspunkte. So, hier ging es lang. Sind hier noch irgendwelche Spinnen oder Feuerelementare? Ich höre nichts. Da ist wieder ein Wurfstern. Ja, Da hat gerade was gescheppert.
Achso, das wird der Blitzstrahl sein vom Anfang. Und ein Lederkappe. Wieder so ein Rüstungsgegenstand, den man nicht unbedingt braucht. Also wenn man schon so weit im Spiel drin ist, wie wir es gerade sind. Aber, wie gesagt, fürs Flair ist es ganz gut. Und Essenspakete. Sieht ein bisschen so aus, als wenn Thorum sich hier seines Überschusses entledigt hätte. Gucken wir, ob hier irgendwo ein Zettel rumliegt. Und ich hätte gerade schwören können, ich hätte eine Stimme gehört. Also ja, vielleicht bin ich schon zu lange am Zocken und habe Wahnvorstellungen, aber nee, ich glaube, da war wirklich eine Stimme. Hm. Vielleicht in der Hintergrundmusik oder so. Na egal. Ein Grimcap, der kann hier mit hin. Also irgendwie ist dieser Bereich komisch. Überall liegt Krimskrams rum, aber nichts wirklich Wichtiges. Und hier ist wieder ein Gitter, das man... Ah, das kann man aufmachen. Und damit kommen wir zum Dismantler. Schöne Sache. Vorher gucken wir noch hier, ob irgendwas an den Wänden ist. Nö. Also, schlafen. Dann machen wir gleich einen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir, was es mit diesem Dismantler dann jetzt auf sich hat. So, abspeichern. LP 062. Und bis gleich.